stilslos. Hallo. Okay. Voll schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung vom Streik zur Frauenbefreiung, welchen Weg für den feministischen Kampf. Ich bin Lea, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe und bin organisiert bei Rio und Brot und Rosen. Und bevor ich erkläre, was das überhaupt ist, würde ich erstmal meine Genossinnen kurz sich vorstellen lassen. Hallo Leute, ich bin Anai, Auszubildende im Krankenhaus. Hallo alle, ich bin Annika, wie man nicht übersieht, auch eine Trans, und arbeite im Krankenhaus als Technikerin, also genau genommen als Elektrikerin im Krankenhaus in Köln. Hallo, ich bin Ines und ich bin Sozialarbeiterin an einer Oberschule in Neukölln. Hallo, ich bin Freddy, meine Pronomen sind sie oder they und ich bin Erzieherin und arbeite in einer Mutter-Kind-Wohngruppe. Nice. Ja, Hybrid ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Genau, ich habe ja gesagt, ich bin bei Rio und Brot und Rosen, so wie meine Genossinnen auch. Und als Rio, also als revolutionäre internationalistische Organisation, sind wir Teil einer internationalen Strömung der FTCI, also die trotzkistische Fraktion für die Vierte Internationale. Und die ist in 15 Ländern vertreten. Als Rio geben wir auch die Online-Zeitung Klasse gegen Klasse raus. Daher kennen uns wahrscheinlich auch einige. Ich habe mit ein paar geredet, die über unser Insta zum Beispiel hergekommen sind. Und als Klasse gegen Klasse sind wir wiederum Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerkes von unserer politischen Strömung, mit dem wir täglich hunderttausende Menschen erreichen in den verschiedensten Ländern. Dabei sehen wir die Zeitung halt als zentrales Mittel, um in den Austausch mit den arbeitenden Massen zu gehen und auch mit der Jugend. Menschen zu organisieren oder unser Programm vorzustellen und zu diskutieren. Wir kämpfen als Rio für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in der wir frei leben können. Das heißt, wir glauben auch, dass es nicht in diesem Wirtschaftssystem, im Kapitalismus möglich ist, wo die Profite von einigen wenigen wichtiger sind als die Bedürfnisse aller anderen Arbeiterinnen, der Frauen, von Jugendlichen oder von Queers. Wir sind der Meinung, dass wir uns mit einer revolutionären Perspektive organisieren müssen. Und deshalb wollen wir mit Rio auch eine revolutionäre Partei mit aufbauen. Einige unserer Schwesternorganisationen, zum Beispiel in Argentinien, sind dabei schon viel weiter und beziehungsweise mehr auf dem Weg dahin. Und mit dem feministischen Projekt Brot und Rosen, das 2003 in Argentinien gegründet wurde, von unserer Schwesterorganisation beziehungsweise unserer Schwesterpartei, der PTS, beschreiben wir in allen Ländern, in denen wir organisiert sind, unsere feministische Politik. Genau. Das erstmal so zu uns. Die Veranstaltung wird jetzt so ablaufen, dass erstmal jede von uns spricht kurz und ein bisschen was einbringt. Und dann am Ende wollen wir alle nochmal gemeinsam mit euch über die Sachen diskutieren, die wir erzählt haben, ob ihr Fragen habt, ob ihr nochmal andere Denkanstöße habt, was ihr noch mit einbringen wollt und so weiter. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch so Open End. Das heißt, wir haben Zeit, social zu sein, auf eine Limo und nochmal ein bisschen zu quatschen, uns auch kennenzulernen und zu schauen, wie wir vielleicht auch am 8. März gemeinsam auf die Demo gehen wollen. Genau. Wir machen diese Veranstaltung obviously im Rahmen vom 8. März, also im feministischen Kampftag. Und dieses Mal, auch so wie letztes Mal, findet der 8. März in Zeiten des Ukraine-Kriegs statt. Und im Zuge dieses Ukraine-Kriegs verkauft uns Außenministerin Annalena Baerbock die historische militärische Aufrüstung Deutschlands, die Zeitenwende, als etwas super Feministisches. Dabei nimmt die Ampelregierung täglich wegen ihrer rassistischen Grenzpolitik den Tod von flüchtenden Frauen und Kindern im Mittelmeer in Kauf. Und genauso wie Annalena Baerbock uns eben durch ihren Feminismus keine Antwort bringt, da gehen auch Genossinnen später nochmal drauf ein, bieten uns auch Alice Schwarzer und Wagenknecht mit ihrem Manifest für den Frieden, was ihr ja vielleicht auch kennt, das war die letzten 2 Wochen ein großes Thema noch, eine bessere Position für Befreiung.
Denn die Krise, die wir ja gerade erleben durch Inflation, ist ja geprägt durch den Krieg. Und sie trifft vor allem, so wie in allen Ländern, Frauen, die eine beschissenere materielle Lage haben als einfach Männer. Und Wagenknecht und Schwarzer sprechen wenig, da gehen auch noch mal Genossinnen drauf ein, über die krasse Aufrüstung, die stattfindet oder irgendwie auf die Angriffe, die jetzt gerade auf uns stattfinden, auf unser Streikrecht oder andere, auf unsere Lohnerhöhungen. Sie fordern eine Stärkung des deutschen kapitalistischen Staates, eine stärkere Rolle des deutschen Imperialismus in der Welt, aber dazu dann eben später mehr. Und gleichzeitig, trotz dem Krieg, ist der diesjährige feministische Kampftag vor allem auch geprägt von realen Kämpfen. Das heißt international, wie beispielsweise von der Revolte im Iran, die angeführt von Frauen ist. Oder in Peru beim Kampf gegen die Putschregierung, wo vor allem indigene Frauen auch in der ersten Reihe vorne kämpfen. Aber auch hier in Deutschland sehen wir gerade ziemlich, ziemlich viele Kämpfe, die sich gegen die Krise wenden. Wir haben zum einen Leute, die im öffentlichen Dienst bei den Streiks beteiligt sind, ganz viele von denen arbeiten im systemrelevanten Bereich, im Krankenhaus, bei der BSR, sind alle unterbezahlt und kämpfen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Genauso sehen wir aber auch in einem anderen Sektor, in der Bildung, die Streiks der GEW, wo die Lehrerinnen aufstehen und sich dagegen wehren, dass einfach Bildung richtig, richtig, richtig scheiße läuft. Wir haben marode Schulen, wir haben beschissene Arbeitsbedingungen. Und was wir aber auch noch in Deutschland haben, sind auch Kämpfe, die erstmal richtig, richtig gut gelaufen sind, die noch weitergehen, aber die erstmal gut gelaufen sind, die auch von Frauen angeführt worden sind. Nämlich zum Beispiel der Kampf in München, in Neuperlach, gegen die Schließung eines Kreissaals, bei dem sich die Hebammen hingestellt haben und gesagt haben, nein, wir wollen Frauen unter guten Arbeitsbedingungen, wir wollen Gebärende, Entschuldigung, unter guten Arbeitsbedingungen versorgen. Und da waren auch Genossinnen von uns vor Ort und würden uns jetzt aus München hierher ein kleines Grußwort für die Veranstaltung geben. Dafür muss ich mich jetzt erst muten und Jan kommt schon, genau, dass ihr die auch hier groß auf der Leinwand seht. Das sind die beiden hier oben auf jeden Fall. Lotte und Leonie, danke, dass ihr hier seid und danke, dass ihr mit uns, ja, mit uns sprecht kurz. Jetzt? Okay. Hallo, hi aus München. Wir sind Leonie und Charlotte und die Anna. Wir sind alle drei bei Rio und schreiben für Klasse gegen Klasse. Und Leonie und ich sind beide Hebammen im Kreißsaal in Neuperlach, was Lea gerade erzählt hat. Und dürfen euch ein kleines Grußwort senden zu eurer coolen Veranstaltung, weil es ja thematisch sehr gut zusammenpasst. Wie Lea schon gesagt hat, wir haben uns seit Oktober eingesetzt als Team und ja, wir als irgendwie, als feministische Sozialistinnen, die bei Rio organisiert sind, konnten dabei auch eine große Rolle spielen, haben wir uns dafür eingesetzt, dass unser Kreissaal, der zu den städtischen Kliniken in München gehört, nicht geschlossen werden soll, was der Plan war von der Stadt aufgrund von Sparmaßnahmen, Zusammenlegungen, Zentralisierung, was, wie bestimmt später diskutiert wird, im ganzen Gesundheitssystem immer, immer mehr gang und gäbe ist, aufgrund von Personalmangel, aufgrund von Profitmaximierung. Genau, und genau das wollten wir nicht mitmachen. Wir haben eine Petition gestartet, die um die 23.000 Unterschriften gesammelt hat und haben mit Klasse gegen Klasse ein Soli-Komitee gegründet, wo wir auch die Parteien, die im Stadtrat sind und diese Entscheidung treffen, gefordert haben zu kommen, mit Kolleginnen gemeinsam mit ihnen diskutiert haben und die Gründe dargelegt haben, warum wir weiter dort arbeiten wollen, warum wir denken, dass es falsch ist, warum familiengebärende Menschen verdienen, dass sie wohnortnah und gut versorgt werden, und konnten erkämpfen, dass es wahrscheinlich erstmal bis auf 2028 verlängert wurde. Genau, und konnten, haben so einen Erfolg geschafft, müssen aber noch weiter uns dafür einsetzen, dass wir dauerhaft bleiben können. Ja, voll. Und also
warum haben wir gekämpft, finde ich auch super wichtig, weil wir es lieben, Hebammen zu sein. Und also super, super viel so scheiße ist am Gesundheitssystem, aber da ja voll oft Leute arbeiten, wie wir auch, die eigentlich voll gern gut arbeiten wollen. Und in unserem Kreißsaal ist es halt echt so, also natürlich ist es auch ein Kreißsaal in einem kapitalistischen Gesundheitssystem, wo überhaupt nicht alles super gut ist, aber vergleichsweise haben wir ganz gute Arbeitsbedingungen, weil wir ein super stabiles Hebammenteam sind. Wir haben einen ganz guten Betreuungsschlüssel, wir betreuen gesunde Schwangere und gesunde Geburten und es ist einfach eine super gute Zusammenarbeit und wir können viel, viel, viel bedürfnisorientierter betreuen als oft in anderen Kreißsälen und einfach richtig Hebammenarbeit machen. So. Und deswegen hat das so gut funktioniert, mit unserem Team selbst organisiert zu kämpfen, weil das wirklich ganz, ganz viele Kolleginnen überzeugt sind, dass sie so Hebammen sein wollen, wie sie es da sein können und es woanders nicht geht und dass es halt ein krasser Angriff auf die Versorgung von Frauen, die Arbeit von Hebammen ist, wenn dann so ein gut funktionierender Kreißsaal geschlossen werden soll. So. Genau, also finde ich auch voll wichtig zu sagen, dass es nicht nur ist, also dass man sich nicht nur wehrt, weil es scheiße ist, sondern auch, weil es gut ist, weil wir halt genau so arbeiten wollen, weil wir es so sehr lieben irgendwie. Genau, und was ich noch sagen will, dass wir auch jetzt unseren Kampf so, oder mit unserem Kampf die Gewerkschaft, wer die herausfordern wollen, uns zu unterstützen. Wir haben schon ein bisschen Unterstützung, aber jetzt auch gerade in der TVD-Runde, die ist, thematisieren wir auch mit Kolleginnen den Kreißsaalkampf, weil das natürlich zusammenhängt. Also wir wollen ja nicht nur für den Erhalt von diesem Kreißsaal kämpfen, sondern für insgesamt bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem. Und diese Tarifrunde ist super stark oder stärker als die letzten, weil einfach alle ArbeiterInnen gerade krass leiden unter der Inflation, unter der Krise im Gesundheitssystem nach der Pandemie und sich jetzt wehren, aber nicht nur, also wir wollen nicht nur ökonomische Verbesserungen, wie sie in der TVD-Runde gefordert werden, sondern eben auch bessere Arbeitsbedingungen und Betreuungsbedingungen und deswegen wollen wir auch mit dem Kreißsaalkampf in die TVD-Runde intervenieren, um das eben zu verbinden, weil es zusammengehört. So. Ja, wir wünschen euch eine sehr schöne Veranstaltung und freuen uns, später mit euch zu diskutieren. Wir hören zu. Jetzt bin ich entmutigt, ne? Ja. Okay. Ja, vielen Dank an Lotte und Leonie. Es ist voll schön, euch zu sehen, trotz der Entfernung. Und ich finde es auch mega, mega schön zu sehen, wie euer Kampf ja so super exemplarisch zeigt, wie Arbeiterinnen eben nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen oder für den Erhalt ihrer guten Arbeitsbedingungen so selbst kämpfen können, sondern eben gleichzeitig, wie ihr das ja auch getan habt, so bessere Bedingungen für die gesamte Bevölkerung erkämpfen können und in eurem Fall halt bessere Bedingungen für Gebärende und Schwangere. Genau, und ich glaube so, ne, wie man nicht nur für so bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpft, sondern auch gleichzeitig für bessere Bedingungen für alle, das ist ja auch gerade die Tradition des 8. Märzes. Also wenn wir 100 Jahre zurückschauen in der Geschichte, dann sehen wir das auch. Denn vor ein bisschen über 100 Jahren, am 8. März 1917, gab es in einer Textilfabrik in Russland den Beginn der russischen Revolution, der nämlich von Arbeiterinnen angestoßen worden ist. Das hat begonnen am Internationalen Feministischen Kampftag 1917 eben, als die Textilarbeiterinnen in St. Petersburg in den Streik getreten sind. Sie haben super, super, super schnell andere Branchen und andere Sektoren der Bevölkerung mit sich gezogen, bis die Revolution im Oktober dann eben mit der Machtübernahme der Arbeiterinnenklasse ihren Höhepunkt fand. Ohne es sich vorzunehmen, haben die Leute, die am meisten unterdrückt waren und am meisten ausgebeutet waren, den Weg des größten revolutionären Prozesses der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung geschafft, also die russische Revolution.
Vor 100 Jahren haben die Frauen mit dieser Revolution Rechte erkämpft, von denen wir die Mehrzahl heute noch in kapitalistischen Gesellschaften vergeblich suchen. So grundlegende Rechte eben wie das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, die Legalisierung von Homosexualität und vieles weitere. Damals war Russland im dritten Kriegswinter und durch den Krieg ist halt die Zahl der Arbeiterinnen krass enorm gestiegen, weil die ganzen Männer und also ihre Söhne, ihre Männer, alle anderen an der Front waren und kämpfen mussten. Die Frauen sind in den Ausstand getreten und forderten ein Ende des Kriegs. Sie forderten Frieden, sie forderten Brot, weil sie einfach die Versorgung auch durch den Krieg richtig, richtig beschissen war. Das ist eben auch nochmal eine Parallele zu heute, wo die Antikriegsproteste in Russland, die ja gerade stattfinden, einfach hauptsächlich von Frauen getragen werden, weil eben die ganzen Männer eingezogen worden sind. In Russland, und während sie eben Brot und Frieden gefordert haben, kam bald auch während des Kampfes die Forderung auf nach einem Ende des Zarenregimes. Sie mobilisierten ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen in nahestehenden Metallbetrieben, weil sie eben wussten, dass ein gemeinsamer Kampf stärker werden würde. Und am Ende streikten wirklich schon fast am nächsten Tag 90.000 ArbeiterInnen und forderten eben Brot, Frieden und Freiheit, was einen revolutionären Prozess angestoßen hat. Und eben nach dieser Revolution, das habe ich ja kurz erwähnt, gab es richtig, richtig krasse Verbesserungen, vor allem auch für Frauen. Frauen erhielten das Recht, ein Ausweisdokument zu besitzen, das Recht auf Scheidung, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Kriminalisierung der Homosexualität wurde aufgehoben. Es gab krasse, fortschrittliche Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Hausarbeit. Und das ist, glaube ich, ein mega gutes Beispiel in zwei Sinnen. Zum einen, wie man erfolgreich für feministische Forderungen kämpfen kann und muss. Und gleichzeitig zeigt das Beispiel auch sehr, sehr aktuell einen dritten Weg aus einer Kriegssituation, der keine Unterordnung unter eine der beiden Parteien bedeutet, sondern einen Weg der Ausgebeuteten und Unterdrückten für eine ganz andere, bessere Welt für alle darstellt. Jetzt haben wir heute 2023 und viele dieser Errungenschaften, die die mutigen Arbeiterinnen als Funken der Revolution damals erkämpft haben, haben wir heute nicht mehr oder hatten sie eben noch nie in Deutschland. Also vielmehr sehen wir uns heute in einer Lebensrealität, in der jede dritte Frau von Altersarmut bedroht ist, ne? Und also, wo es vorwiegend Frauen sind, die im Care-Sektor arbeiten, der, wie wir wissen, finanziell abgewertet und in dem outgesourced wird, obwohl er so zentral für uns ist. Ich und 80% der Genossinnen, die hier vorne sitzen, kennen das ganz gut. Also ich bin das Outsourcing. Ich bin Sozialarbeiterin, ich arbeite in der Jugendhilfe und bin wie der absolute Großteil meiner Kolleginnen und alle hier bis auf Anai outgesourced. Genau. Das heißt, ich bin bei einem privaten Träger angestellt, wo ich eigentlich beim Staat angestellt sein sollte, weil ich Arbeit für den mache. So. Ich mache die gleiche Arbeit wie meine Kolleginnen in den kommunalen Einrichtungen. Es gibt noch so ein paar, die nicht privatisiert worden sind, aber es ist super, super kleiner Anteil. Ich mache die gleiche Arbeit wie die. Für mich gibt es aber trotz der gleichen Arbeit einfach nicht den gleichen Lohn. So. Sollte eine grundlegende Sache sein, so gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, gleiche Bedingungen und gleiche Rechte. Das heißt, wofür wir uns unbedingt stark machen sollten, ist eine Wiedereingliederung aller ausgegliederten Arbeiterinnen, also aller outgesourcten Arbeiterinnen und das ohne Auswahlverfahren. Es sollte halt zudem auch grundlegend sein, gut von seiner Arbeit leben zu können, was de facto nicht der Fall ist. Gerade wenn wir aber in so essentiellen Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Soziales sind. Weil wir kennen das alle bei den Mieten in Berlin, bei der Inflation, die wir jetzt haben und bei den Energierechnungen sieht es irgendwie mit einem guten Leben am Ende des Monats bei dem Lohn, den wir bekommen, ziemlich schlecht aus. So, wir sollten ein Ende aller, also wir brauchen ein Ende aller prekärer Arbeit. Wir brauchen sichere, unbefristete Stellen, wo es nicht heißt, wenn der Sozialhaushalt irgendwie in 2 Jahren ein bisschen gekürzt wird, dass auf einmal ganz viele Kolleginnen ihren Job verlieren und ganz unsicher arbeiten. Und nicht nur, dass wir halt nicht den gleichen Lohn bekommen, der immer noch zu wenig wäre für das, was wir leisten und nicht zwingend alle Vorteile des Tarifvertrags, wenn wir outgesourced sind, werden wir zusätzlich auch noch daran gehindert, für wirkliche Verbesserungen mit unserem grundlegenden Recht auf Streik zu kämpfen. Also es ist so, dass die Arbeitgeberinnen durch eben Privatisierung und Outsourcing unsere Organisierungs- und Kampfmöglichkeiten krass behindern. Schlechte Arbeitsbedingungen, Zersplitterung der Betriebe oder eben Befristungen, wie ich gerade meinte. Das ist mega, mega häufig im sozialen Sektor.
Und das sind eben Angriffe der ArbeitgeberInnen auf unsere gewerkschaftliche Organisierung und dienen dazu, uns zu schwächen. Und im Care-Bereich gibt es, ich glaube, das haben manche auch schon mal gehört, zusätzlich halt noch so eine ideologische Komponente von Sexismus. Das heißt, es wird ganz oft behauptet, hey Mann, ihr seid ja so vorwiegend Frauen, ihr kümmert euch voll gerne, ihr macht ja diese Arbeit, weil ihr die mögt. Und es stimmt auch, ne? Also so, keine Ahnung, Lotte und Leonie haben das gesagt, ich mag meine Arbeit auch, aber ich mag auch von meiner Arbeit gut leben können, ich mag von meiner Arbeit gut machen können. Und ganz oft wird dieser Druck so, dass wir so wichtige Arbeit machen, was würden denn die Leute machen, wenn wir einmal streiken würden, wenn wir nicht zur Arbeit kommen würden, einfach krass gegen uns verwendet. Wobei es halt allen Menschen, mit denen wir arbeiten würde, einfach viel besser gehen würde, wenn wir weniger ausgebrannt wären, wenn wir gut erholt werden, wenn wir so gute Personalschlüssel hätten, dass wir einfach auf die Menschen eingehen könnten und wirklich die Arbeit machen, die wir gerne machen und nicht irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, sämtliche Krisenherde so ein bisschen löschen und nur hin und her rennen und uns nicht Zeit für die Menschen nehmen können, mit denen wir ja arbeiten und denen wir ja auch helfen wollen. Doch nicht nur die Arbeitgeberinnen, die uns durch Privatisierungen oder eben Outsourcing die Organisierung erschweren, hindern uns, so zu kämpfen, wie wir eigentlich kämpfen wollen und müssten. Das sind auch die Menschen, die fest bei den Gewerkschaften angestellt sind, die sich als Komplizinnen der Kapitalistinnen damit machen, die es uns erschweren, so zu kämpfen, wie wir das wollen. Das sind die Menschen, die sagen so, hey, wir sind in eurer Gewerkschaft, wir vertreten euch. Doch die Menschen machen halt nicht die Arbeit, die wir machen. Also die stehen nicht alleine mit 60 Jugendlichen wie ich in dem Jugendclub und müssen am Samstag so Betreuung gewährleisten. Die sind nicht alleine auf Station und müssen irgendwie Patientinnen versorgen, von denen super viele aus dem OP gekommen sind und die total fertig sind. So, die stehen nicht irgendwie vor Schulklassen, die viel zu voll sind in super maroden Schulen irgendwie und probieren den Kindern irgendwie gute Bildung zu ermöglichen. Und das sind aber genau die Leute, die darüber bestimmen, wann, wo und wie unsere Streiks stattfinden. So. Und es geht halt einfach nicht. Wir nennen Menschen, die so hauptamtlich bei der Gewerkschaft sind, die eben einen ganz anderen Lohn bekommen als die Leute, die sie vertreten sollten und die nicht da arbeiten, wo die Leute arbeiten, die sie vertreten sollten, Gewerkschaftsbürokratie. Und die halten halt die Kämpfe, die wir gerade führen und die wir sehen, mega zersplittert. Das heißt zum Beispiel, dass Streiktage nicht zusammengelegt werden. Also in Berlin haben wir zum Beispiel gewerkschaftsintern gerade von der Verdi, TVÖD, die Streiks bei der Post, die Streiks im Nahverkehr somit. Es wird sich aber konsequent geweigert, diese Streiks, um ihnen mehr Strahlkraft zu geben und ihnen mehr Power zu geben, einfach auf denselben Tag zu legen. Und Tage werden so versetzt gelegt, obwohl es ja viel krasser wäre, wenn alle Beschäftigten aus dem Krankenhaus, aus der Post und so oder von der BSR gleichzeitig mit auf der Straße wären. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, genau. Und so wie sie das nicht mit ihrer eigenen Gewerkschaft machen, machen sie das auch nicht gewerkschaftsübergreifend. Also wir haben auch aktuell eben, da wird Ines drüber sprechen, Streiks von der GEW, so, wo die Lehrerinnen für bessere Lehr- und Lernbedingungen kämpfen. Und die finden aber auch nicht an den Tagen statt, wo irgendwie die Kolleginnen aus dem Krankenhaus demonstrieren gehen und streiken. Obwohl es ja eigentlich schon auch in diesen super feminisierten Care-Bereich reinspielt, wo ja Bildung auch noch so ein bisschen nah dran ist auf jeden Fall, was nicht direkt Profite abwirft und wo man zusammen einfach eine viel krassere, stärkere Ausstrahlungskraft hätte. Gerade wir outgesourcten Beschäftigten werden auch zum Teil echt nicht wirklich ausgerufen, obwohl das ginge. Genauso wie man Streiks auch dafür machen könnte, dass wir wieder eingegliedert werden, dass wir beim nächsten Mal mitstreiken könnten, dass wir den Streik auch mit groß machen könnten und stark für unsere Forderungen auf die Straße gehen können. Genau. Also nicht nur, dass die Bürokratie der Gewerkschaften uns daran hindert, mit unseren Kolleginnen aus unterschiedlichen Sektoren effektiv für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, hindern sie uns auch noch daran, unseren Kampf auszuweiten und gegen die Gründe der Inflation und der Krise zu kämpfen, nämlich den Krieg. Und sie hindern uns daran, indem sie uns politische Streiks mit verbieten. Sie beziehen sich oft auf die Sozialpartnerinnenschaft.
Sozialpartnerschaft, sorry. Genau. Und das Ding ist ja nämlich aber, so der Krieg ist ja mit Auslöser für die Krise, die wir gerade sehen, für die Inflation, weil ja, keine Ahnung, die krasse Aufrüstung, die wir auch gerade sehen, zum Beispiel zu Kosten unserer Löhne gehen soll. Also so Pistorius hat gesagt, so er ist sich unsicher, ob denn die Aufrüstung damit einhergehe, dass die Kolleginnen im TVÖD einfach bessere Lohnerhöhungen kriegen würden, und hat das schon so gegeneinander ausgespielt. Das heißt, hier wird die Aufrüstung der deutschen Armee dagegen ausgespielt, dass Leute in systemrelevanten Sektoren überhaupt überleben können von ihrem Lohn. Das ist schon einfach richtig, richtig, richtig krass. Das heißt, was wir eigentlich bräuchten, wären krasse Streiks, zusammengelegte Streiks, politische Streiks, auch mit allen outgesourcten Beschäftigten aus den verschiedenen Sektoren gegen Inflation und Krieg. Und jetzt habe ich ganz schön lange geredet und jetzt würde ich erst mal Anai noch mal sprechen lassen. Genau, ich bin Anai, Auszubildende im Krankenhaus, und ich würde gerne meinen Input anfangen mit einem Zitat von einer Erfahrung, die ich in letzter Zeit sehr, sehr oft erlebe im Krankenhaus. Eine Patientin kommt frisch aus dem OP und hat heftige Nebenwirkungen durch den Eingriff und die Vollnarkose. Sie übergibt sich und selbstverständlich will sie als erstes Wasser trinken. Ich muss feststellen, dass die Flaschen leer sind und keine mehr zur Verfügung stehen. Leitungswasser ist natürlich auch keine Option, da das Wasser aus den alten Wasserrohren nicht wirklich zum Trinken geeignet ist. Voller Wut, aber auch vor allem mit riesengroßer Scham informiere ich die Patientin, dass es kein Trinkwasser mehr auf dieser Station gibt. Die Patientin denkt kurz, ich verarsche sie. Ich sage ihr verzweifelt und voller Scham, dass ich eine kleine Flasche Wasser aus dem Automaten am Haupteingang für sie holen kann, aber dass sie natürlich dafür bezahlen muss. So viel zahlen wie mein Stundenlohn, denke ich. Sie ist fassungslos, genauso wie ich. Genau, ich glaube, also wir haben Jahr 2023 und es gibt nicht mal ausreichend Trinkwasser in Berliner Kliniken, nicht mal nach einer OP. Und das ist dank der Kürzungspolitik des rot-rot-grünen Berliner Senats. Wasser aus Flaschen und Kaffee wurde seit dem 1. Januar in allen Stationen gekürzt, was ein riesengroßer Skandal einfach nur ist. Und ich möchte diesen Beispiel so vor Augen nennen. Also während die Berliner Regierung so Jetskis für Polizistinnen kauft und während sie eine Polizeiwache am Cottbuser Tor eröffnen, so die über 4 Millionen Euro gekostet hat, wird in so essentiellen Bereichen, in so was Essentielles wie Trinkwasser einfach nur für Patientinnen und Beschäftigte gespart. Und das kann einfach nicht sein. Und das ist nur eins von vielen, vielen Kürzungen in dieser Kette von Angriffen, also wortwörtlich Profite über Menschenleben. Doch woher kommen eigentlich diese Zustände und wie funktioniert das kapitalistische System in Deutschland? Zitat, im Gesundheitssystem ist kein Geld, wir müssen sparen. Wirklich? BioNTech macht Milliardengewinne. Fresenius, das ist ein Gesundheitskonzern, hat 2021 Gewinne in Höhe von 1.867 Euro gemacht. 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie 40 Millionen ArbeiterInnen. Also es gibt Geld und zwar genug, nur halt falsch verteilt. Genau, und immer größere Teile des Gesundheitssystems werden privatisiert und es entsteht so ein Kostendruck auf diese öffentlichen Einrichtungen. Und dieser Druck ist halt kein Naturgesetz oder so, sondern das ist von der Politik gewollt. So ein bisschen historisch, also in den 2000er gab es diese Einführung des Fallpauschalensystems, auch DRGs genannt, zur Abrechnung von Kosten medizinischer Behandlung. Und das heißt, dass ein Krankenhaus erhält für einzelne Behandlungen diese Pauschalen und dass die nicht nach individuellem pflegerischen oder medizinischen Bedarf der Patientin gerichtet sind. Also für eine Behandlung gibt es einen fixen Betrag und nur durch Einsparungen kann man halt dadurch Gewinne erzielen sozusagen. Das heißt, dass die Löhne beim Personal gekürzt werden. Ich arbeite gerade an der Bruststation, das heißt, wir haben es mit sehr, sehr vielen heftigen OPs zu tun, mit Frauen, die Brustkrebs haben und teilweise wird die ganze Brust entfernt oder beide Brüste.
Und eine Kollegin von mir, die schon über 15 Jahre an dieser Station arbeitet, meinte zu mir, dass vor 15 Jahren konnten Patientinnen bis zu 10 Tage an der Station bleiben und wieder gesund werden sozusagen. Und heute ist es so, dass wir teilweise nach 3 bis 4 Tagen Patientinnen entlassen und sie bluten noch. Und das ist wirklich so krank. Genau, und jetzt mit dieser Revolution von Lauterbach wird es halt nur noch schlimmer. Jetzt will ich ein bisschen so über die Auszubildenden reden. Ich bin Auszubildende im ersten Lehrjahr. Auszubildende brauchen trotz einer 40-Stunden-Woche Nebenjobs. Es kann einfach nicht sein, dass Frauen und Queers und alleinerziehende Mütter mehrere Jobs brauchen, damit sie über die Runden kommen, so. Auch die Lage von meinen Kolleginnen, die aus Vietnam und Mexiko kommen, die leiden unter krass rassistischen und ausbeuterischen Grundlagen, da sie zum Beispiel teilweise mit falschen Versprechen nach Deutschland geschickt werden. Und die Wohnsituation bei ihnen ist auch richtig, richtig krass. Also manchmal wohnen die auch zum Beispiel zu zweit in einem Zimmer. Und genau, und sie werden auch krass diskriminiert, weil sie zum Beispiel jetzt Sprachbarrieren haben oder so. Und auch die Reinigungskräfte, also das ist auch so ein krass wichtiger und essentieller Bereich eines Krankenhauses. Meistens sind das migrantische Kolleginnen, die halt outgesourced sind und die halt auch krass unterbezahlt werden. Was fordern wir? Wir fordern auf jeden Fall mehr Personal und 100 Milliarden in die Pflege statt in die Aufrüstung. Wir müssen auch diese Jobs viel, viel attraktiver machen. Natürlich auch, dass die Löhne drastisch erhöht werden, aber die Regierung heute wollen genau das Gegenteil. Die wollen die Löhne senken sozusagen. Gerade gibt es ja Streiks im öffentlichen Dienst. Wir fordern 500 Euro mehr. Das ist eine super wichtige Forderung. Aber wir fordern auch natürlich mehr Gehalt für Auszubildende. So. Also ich arbeite gerade für 4 Euro die Stunde, also sowas. Und wir fordern, dass wir zum Beispiel ein Gehalt von Mindestlohn kriegen. Und wir fordern auch eine 4-Tage-Woche für alle Beschäftigte. Also ich finde das voll wichtig, dass wir uns so vor Augen führen und dass wir so von der Geschichte lernen. Generationen vor uns haben gekämpft, aktiv jeden Tag, damit wir die 8-Stunden-Tag bekommen. Früher mussten Menschen, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Stunden arbeiten. Und genau das sollten wir heute für die nächsten Generationen und für uns selber machen, damit vielleicht irgendwann 6 Stunden arbeiten. Genau, wir fordern auch eine Eingliederung der Töchter, also von diesen outgesourceten Bereichen und eine Abschaffung der DLGs und eine völlige Finanzierung der Krankenhäuser. Und natürlich auch die Verstaatlichung des Gesundheitssystems. Es kann nicht sein, dass weiterhin privatisiert wird und dass die gesamte Produktion unter Arbeiterinnenkontrolle steht. Also wir wollen entscheiden, wie wir im Krankenhaus arbeiten und wie wir unser Arbeitstag gestalten. Und dazu gehört auch, das ist super wichtig, die Pharma- und die Medizintechnikindustrie, die halt Milliarden Profite machen mit Krankheiten. Und das würde sozusagen ein Schritt hin zur vollständigen Vergesellschaftung der Produktion auf demokratischer Weise sein. Das nennen wir sozialistische demokratische Planwirtschaft. Also sozialistisch, weil es keine Kapitalisten und kein Profit mehr geben würde, und demokratisch, weil es halt zum Beispiel anders in der DDR sein würde. Da würden die Beschäftigten selbst an die Verwaltung mit beteiligt sein. Genau, aber wie könnte zum Beispiel so eine sozialistische Planwirtschaft aussehen? Also ich denke, das ist voll gut, wenn ihr euch das so vorstellt. Zum Beispiel die einzelnen Teams auf Station würden ihre Stationsleitungen und die Klinikleitung selber wählen und das gesamte Management von einem Krankenhaus. Genau, es könnte auch so sein, dass wir zum Beispiel Kitas in Krankenhäusern hätten. Also es gibt super viele alleinerziehende Mütter so. Auch dass Forschung und Investitionen da vorangetrieben werden, wo wir sie brauchen. Und dass Krankenhäuser an sich ein Ort sind, wo wir gesund werden und nicht, wo wir halt noch kränker werden. Und das sehe ich heute so, so krass. Also Patientinnen kommen, haben eine OP und die gehen teilweise krank nach Hause, weil die halt nicht 10 Tage bei uns bleiben können. So, das finde ich richtig krank.
Genau. Und natürlich gehört auch noch dazu, dass wir körperliche Selbstbestimmung von Frauen und Queers, dass diese respektiert wird. Also wir sagen ganz klar, ein Schluss mit der Einmischung des Staates in unsere Körper durch die Abtreibungsverbote. Und jetzt will ich, also wie kämpfen wir eigentlich für diese Forderung? Und wir sagen ganz klar, durch Streiks. Aber diese Streiks müssen nicht nur auf einer rein ökonomischen Ebene bleiben, also so ein bisschen mehr Lohn für alle, sondern, wie das Lea schon vorhin erwähnt hat, wir brauchen politische Streiks. Ich merke das mega krass. Es gibt super viel Frust bei meinen Kolleginnen, die sagen, hey, wir streiken schon seit Jahren und unsere Arbeitsbedingungen und die Gesundheitsversorgung an sich wird einfach immer, immer schlimmer und es verschlechtert sich irgendwie alles. Und es gibt keine wirklichen Verbesserungen. Und ja, eigentlich stimmt das, aber der Grund dafür ist, dass diese Streiks ändern ja tatsächlich nichts darin, wie das Krankenhaus an sich funktioniert. Solange sie sich zum Beispiel nicht gegen das DRG-System richten oder gegen diese neue Reform von Lauterbach. Genau, und trotzdem würde ich sagen, dass die aktuellen Streiks gegen Inflation und für mehr Urlaubstage und so weiter also extrem wichtig sind. Aber am Ende würde ich sagen, wir brauchen halt super, super krass diese politische Streikdemonstration für solche Forderungen an die Bundesregierung und gegen diese ganzen politischen Angriffe, die wir gerade erleben. Genau. Dann ein super wichtiger Punkt, was ich auch erwähnen möchte, ist dieser Punkt von Internationalismus. Also ich glaube, wir können auch immer super viel davon lernen. In Lateinamerika gibt es halt politische, feministische Forderungen an die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften sollten auch für den Kampf und die Forderung für die völlige Legalisierung von Abtreibung aufrufen. Genau, wir wollen selbst und über unsere Körper entscheiden. Ich möchte selbst frei entscheiden können, ob ich schwanger sein möchte oder nicht so. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, dass nur durch jahrelang politischen Kampf und Druck von unten wurde Paragraph 219a gestrichen und den gleichen Weg müssen wir jetzt gehen für Paragraph 218, damit dieser gekippt wird. Genau, und dieser Paragraph sagt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich unter Strafe stellt. Genau, also die Ampelregierung hat uns also nicht auf einmal so diese Sachen geschenkt, sondern oder sind nicht so sozusagen vom Himmel gefallen, sondern sie wurden erkämpft, weil es Leute gab auf den Straßen, die krass mobilisiert haben und die für Jahre lang gekämpft haben. Also wir müssen weiter kämpfen sozusagen, damit uns diese Forderungen wirklich umgesetzt werden und damit wir verhindern, dass konservative Kräfte sie wieder zurücknehmen, wie das zum Beispiel jetzt der Fall ist in den USA, wo das Recht auf Abtreibung gekippt worden ist, selbst bei Vergewaltigung oder Inzest, das ist einfach richtig krank. Genau, und am meisten davon sind halt immer ärmere Frauen, schwarze Frauen, Latinas, Migrantinnen und so weiter betroffen. Auch Feministinnen in Argentinien zum Beispiel und anderen Ländern kämpfen für Abtreibungsrechte und das nennt ihr zum Beispiel die grüne Flut oder die grüne Welle, weil das sind wirklich so Millionen Feministinnen und Menschen, die auf den Straßen sind und dafür kämpfen. Und in Polen und Irland gab es auch krasse Mobilisierung gegen patriarchale und homophobe Gewalt. Und ich würde einfach sagen, von diesen Beispielen können wir so, so viel lernen und die inspirieren uns irgendwie auch, ja, damit wir aktiv werden. Genau, und zum Schluss würde ich sagen, dass unsere Rechte können wir wirklich nur durch Mobilisierung und Streiks auf den Straßen erkämpfen. So, jetzt bist du wieder laut. Okay, hallo.
Also, ich bin Freddy, ich arbeite in der Mutter-Kind-Wohngruppe und da leben halt Mütter mit ihren Kindern, die in Krisensituationen sich gerade befinden. Viele von denen sind alleinerziehend, nicht alle. Und ich merke so voll oft, dass die Probleme, mit denen die konfrontiert sind, das ist jetzt nicht einfach, weil diese Frauen besonders viel Pech im Leben hatten oder so durch eigenes Verschulden, sondern dass es halt so meistens gesellschaftliche Gründe hat. Ich werde so ein bisschen darauf eingehen und auch so, was wir stattdessen brauchen. Also ein ganz wichtiges Thema für viele der Mütter, mit denen ich arbeite, ist halt ein Kita-Platz, weil am Kita-Platz, ob man einen hat, hängt ja auch dran, ob man dann irgendwie eine Ausbildung machen kann oder arbeiten kann und sich dann halt irgendwann unabhängig finanzieren. Und es gibt zwar einen Anspruch auf einen Kita-Platz in Berlin ab dem ersten Geburtstag, aber es gibt halt viel zu wenig Kitas und es ist so schwer, einen Kita-Platz zu finden. Und dann hat man vielleicht Pech und findet so einen in einem ganz anderen Bezirk, wo man wohnt. Und dann arbeitet man vielleicht auch nicht im gleichen Bezirk und dann muss man irgendwie jeden Morgen so durch drei Bezirke fahren. Genau, das ist halt schon richtig krass. Und was wir da halt irgendwie bräuchten, wären so Betriebskita-Plätze, also die direkt so an die Arbeit eingegliedert sind, dass man einen Weg weniger hat und dass die natürlich auch kostenlos sind, weil oft muss man dann in Kitas zuzahlen und es ist dann schwerer zu stemmen, so wenn man nicht so viel Geld hat. Genau, und die Kitas müssten halt auch so geöffnet sein, dass egal welche Arbeitszeiten du hast, dass du dein Kind da in Betreuung geben kannst, zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet man ja im Schichtdienst oder ich arbeite auch im Schichtdienst und dann brauchen wir Kitas, die auch abends geöffnet sind und wir brauchen aber natürlich gute Bedingungen so in den Kitas, also dass die Eltern und Beschäftigten irgendwie gemeinsam entscheiden, ja, okay, wie soll die Betreuung sein, wie viel Personal brauchen wir, was brauchen wir für Räumlichkeiten, dass es für alle gut ist. Ja, und so KapitalistInnen zum Beispiel oder auch so sehr reiche Leute, die haben dieses Problem ja gar nicht in dem Ausmaß, weil die können dann in so eine richtig teure Privatkita ihre Kinder geben, wo dann eh immer Plätze frei sind, weil sich viele das nicht leisten können oder die können sich so Nannies holen. Also wir sehen, es ist halt auch so ein Problem, was irgendwie davon abhängt, so wie viel Geld man hat. Genau, und so ein weiteres Thema, was oft irgendwie schwierig ist, sind so Sachen zu beantragen, also so Elterngeld oder Kindergeld oder Kita-Gutscheine beantragen wir zum Beispiel irgendwie oft mit den Frauen bei uns und ihr könnt euch ja vielleicht mal so melden, wenn ihr schon mal vor so einem Formular saßt, so egal was und euch so dachtet, so ja, scheiße, was ist das, check ich gar nicht. Könnt ihr euch mal melden, ja, sind schon einige. Und ich denke mir das halt auch oft so, obwohl ich halt regelmäßig so mit Leuten irgendwie das zusammen ausfülle oder mir das angucke. Und genau, zum Beispiel auch gerade irgendwie, wenn man da gar keine Zeit hat oder Kopf, also weil man irgendwie alleinerziehend ist oder auch wenn man noch nicht so lange Deutsch lernt oder so, dann ist es total schwierig, diese Sachen zu verstehen. So, ich finde es ja jetzt schon schwierig und genau, wir brauchen das halt einfach, dass auch diese Verwaltungssachen so weniger kompliziert sind, so einfachere Sprache und dass auch mehr Stellen geschaffen werden für Leute, die hauptberuflich bei so Sachen unterstützen. Weil so wie es heute ist, ist es ja auch irgendwie so, dass viele Leute gar nicht die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen, weil sie halt einfach gar nicht so das hinkriegen, das zu beantragen, weil das so mega kompliziert ist und darauf pokert der Staat ja irgendwie auch. Genau, und ja, also so die Regierung, sowohl die Ampelregierung als auch Rot-Rot-Grün in Berlin präsentieren sich ja oft irgendwie als fortschrittlich und sagen, dass sie sich irgendwie so um Frauen und um Familien kümmern und so generell um alle Leute und viele soziale Angebote machen, aber dabei haben sie, also wie schon mehrere Genossinnen erwähnt haben, ja so ganz viel outgesourced und also so meine Einrichtung zum Beispiel, wir kriegen halt so Geld vom Staat, aber sonst kümmert das denen alles gar nichts und wir sind da allein gelassen. Genau, und das ist halt irgendwie nicht feministisch, das ist auch nicht progressiv, also es ist nicht fortschrittlich. Und
Aber die Regierung möchten ja auch, dass die Leute irgendwie so einigermaßen zufrieden sind und dass sie halt irgendwie so denken, ja, okay, es wird sich irgendwie um mich gekümmert und so, damit dann auch die Leute nicht aufbegehren so und damit die Leute dann vielleicht auch irgendwie nicht so hingucken, wenn die Regierung, also die deutsche Regierung zum Beispiel irgendwie in anderen Ländern, so in abhängigen Ländern Rohstoffe ausplündert oder irgendwie sich an Kriegen beteiligt. Genau, und deshalb können wir uns halt irgendwie nicht auf den Feminismus von irgendwelchen Regierungsparteien verlassen, also auch nicht auf die Linkspartei zum Beispiel. Ja, genau, und so generell machen halt nach wie vor meistens Frauen den Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit. Das kann man auch Reproduktionsarbeit nennen und das ist die Arbeit, die gebraucht wird, um die Arbeitskraft wiederherzustellen, entweder für sich oder für andere zum Beispiel. Also ich muss ja irgendwie so kochen und essen und ich muss irgendwie saubere Wäsche haben, sonst kann ich ja irgendwie gar nicht arbeiten gehen, so wenn ich nichts gegessen habe. Und das machen die ja halt, also so die meisten Frauen und Mütter gehen ja auch noch arbeiten so und dann haben sie diese Doppelbelastung. Und es ist sowohl irgendwie ein Element der patriarchalen Unterdrückung als auch der kapitalistischen Unterdrückung. Genau, also ist ja logisch, ohne den Kapitalismus müssten wir ja gar nicht so viel arbeiten gehen. Zum Beispiel. Und deshalb können wir auch im Kapitalismus keine Befreiung vom Patriarchat erlangen. Und auch an diesem Beispiel sehen wir wieder, dass nicht so alle Mütter und alle Familien und alle Personen gleichermaßen davon betroffen sind. Weil wenn man jetzt irgendwie, so keine Ahnung, so die VW-Chefs oder was weiß ich, die können sich halt einfach so Haushälterinnen und Reinigungskräfte und Köchinnen holen und so und müssen dann selber irgendwie gar nicht oder kaum diese Hausarbeit machen. Genau. Und ja, dazu gehört natürlich auch, wie ich schon irgendwie meinte, sich so um Kinder kümmern. Ja, und es ist halt auch total schwer, so für viele Eltern und insbesondere Mütter irgendwie so am gesellschaftlichen oder politischen Leben teilzunehmen, weil da halt so viel ist, was sie erleben müssen, erledigen müssen. Genau. Und deshalb brauchen wir die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit, sodass es nicht so geregelt ist wie jetzt, dass jeder privat irgendwie für die Sachen zuständig ist, sondern dass es halt gesellschaftlich geregelt ist. Weil es wäre zum Beispiel viel besser, wenn es so neben den erwähnten Betriebskitas so kostengünstige Wäschereien und Kantinen überall gäbe, wo dann aber irgendwie trotzdem die Arbeitsbedingungen gut sind, wo die Beschäftigten den Betrieb kontrollieren. Und dann müsste man jetzt nicht mehr jeden Tag kochen, sondern könnte halt einfach in die Kantine gehen und da ein Essen kriegen, was nicht so teuer ist, aber was trotzdem irgendwie gesund und nährwertig ist. Und ja, genau, dann hätte man einfach so mehr Zeit, sich zu erholen, so Hobbys nachzugehen, aber auch irgendwie sich mit Leuten zu treffen, zu diskutieren, sich politisch einzubringen. Genau, weil es wäre einfach so viel mehr Zeit im Tag da und es wäre dann auch eine, genau, und dann würde es halt auch Leuten irgendwie leichter fallen, sich zu entscheiden, irgendwie Kinder zu kriegen und großzuziehen, weil sie halt wissen, okay, so die ganze Gesellschaft sorgt sich halt so mit mir darum und ich bin da nicht völlig auf mich alleine gestellt. Genau, was wir auch brauchen, ist so kostengünstigen Wohnraum für alle. Da müssen wir zum Beispiel auch Deutsche Wohnen und Co. für enteignen. So bei der, also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Leute aus meiner Einrichtung rausziehen so und eine eigene Wohnung suchen, dann ist es oft voll schwer, eine zu finden, natürlich wegen dem Wohnungsmarkt. Und dann finden die Leute halt manchmal eine, die so ganz am Ende, an Ende der Stadt ist, dann haben sie so einen viel weiteren Weg, um ihre Freundinnen zu treffen und sie müssen vielleicht Kita wechseln, weil der Kita-Weg dann zu weit ist. Ja, genau. Und der Wohnraum müsste halt auch so gestaltet sein, dass es auch so Gemeinschaftsräume gibt, zum Beispiel, wo man Versammlungen machen kann oder wo man sich einfach so treffen und austauschen kann. Und dass halt diese Vereinzelung aufhört.
Was auch irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ist so der Ausbau von Frauenhäusern und generell so Zufluchtsorte, auch für Menschen, die irgendwie vor queerfeindlicher Gewalt fliehen. Genau, weil das ist auch irgendwie ein ganz großer Grund, warum viele Leute so aus ihrem Wohnraum raus müssen. Und Frauenhäuser sind oft gar nicht darauf ausgelegt, so Mütter mit Kindern aufzunehmen. Also oft ist so die Regel maximal 2 Kinder. Dann hat man irgendwie Pech, wenn man mehr Kinder hat. Und oft werden auch keine Teenager-Jungs, also keine Jungs über 12 Jahre aufgenommen dort. Und es ist halt so mega krass, die Entscheidung, für die diese Frauen da gestellt werden. Also entweder bleibt man dann, also entweder geht man so ins Frauenhaus und kann dann irgendwie nicht alle seine Kinder mitbringen und muss die so woanders unterbringen, oder man bleibt dann halt doch irgendwie in einer gewalttätigen Beziehung. Genau. Und generell so brauchen, also müssen wir halt auch die Gesellschaft so ändern und dafür kämpfen, dass halt alle Leute, die Wohnraum haben wollen, also nee, die Wohnraum brauchen, dass sie den auch bekommen. Ja, und das, davon sind wir leider noch weit entfernt. Und genau, in der Diskussion später können wir dann ja nochmal drüber sprechen, so die Forderungen, die ich irgendwie aufgeworfen habe, was wir denken, was es so braucht, um die zu erreichen. Und dann gebe ich weiter an Annika. Ja, ich werde es mich kurz halten und daher auch, ja, ich bin auch in einer ausgelagerten Tochter von Vivantes eingestellt, wie auch meine männlichen Kollegen, und wir sind auch dort in Personalnot und so weiter geraten, weil ich bin die Einzige, die streiken kann. Also selbst bei noch einem von männlich durchsetzten Berufen, sobald sie im Care-Bereich arbeiten, in einem Krankenhaus, wird auch da krass runtergespart. Das ist also, deswegen sehe ich auch die Sache so, dass die Kämpfe, die wir führen müssen, für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen eine gemeinsame Sache sind. Ja. Ich habe hier nur einige Stichpunkte aufgeschrieben, wo zwar die Krankenhäuser größtenteils feminisiert sind, aber es streiken ja zum Beispiel auch die Müllwerker mit und so weiter, größtenteils männlich. Wir alle sind, sobald wir in der Versorgung arbeiten, unterbezahlt, unterbesetzt, runtergespart, totgespart. Sobald also die Bevölkerung versorgt werden soll, sollen es am besten die Frauen machen oder beziehungsweise irgendwie gelöst werden. Das heißt aber auch, dass wir Kämpfe stattfinden. Ich war ja schon bei einigen Streiks mit dabei, bin selbst Teamdelegierte und muss sagen, ja, wir müssen eine gemeinsame Front aufrichten. Nicht etwas, was zum Beispiel die transsexuell exkludierenden feministischen Bewegungen, bei die TAFs, die uns explodieren, also uns trans und so weiter, ihr macht eure eigenen Bewegungen oder rein und weg jetzt auch Transbewegungen und so weiter, die jeweils ihre eigenen Kämpfe führen. Nein, es ist ein gemeinsames Problem. Wir haben eine gemeinsame Linie, Kampflinie aufzubauen, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse an sich, also das kapitalistische System, in dem wir leben, exkludiert uns, trennt uns, spaltet uns. Das sieht man auch bei der Errichtung der Töchter. Die wurden eigentlich gegründet, damit wir ausgegründet werden, weniger bezahlt. Am schlimmsten Betroffenen auch wieder feminisierte Bereich für die Reinigung. Die sind im prekären Bereich. Und da werden die auch noch weiter runtergedrückt durch Herabstufung der Löhne und so weiter. Wo ich schon sage mal, ich bin in einer besseren Position, ich bin lange da, war vorher Mann, bin männlich eingestellt und merke auch da, Männer werden oft besser bezahlt, ja. Und da aus gesetzlichen Gründen können wir den Lohn nicht kürzen. Das ist zwar schön für mich, aber wenn ich jetzt sage, da sind Menschen, nur weil sie Frauen sind, werden die schlechter bezahlt. Es gibt keinen Grund, warum eine Reinigungskraft, die ja letztendlich Gebäudereiniger, also eine Fachkraft ist, viel schlechter bezahlt als mich als Elektrikerin. Uns aber auch ein Personal so runterspart wird, dass wir fast im Notdienst sind, wenn mal jemand streikt, dass fast der ganze Betrieb zusammenbricht. Kein Krankenhaus funktioniert im Übrigen ohne Technik. Deswegen betrachte ich mich auch mit meinen Kollegen zusammen, die größtenteils noch männlich sind, aber die Verhaltungskräfte komischerweise alle oder viele weiblich. Wir machen auch irgendwo eine Care-Arbeit. Wir sorgen dafür, dass der technische Betrieb nicht zusammenbricht. Würden also alle meine Kollegen streiken in der Technik, in der Leitfaden und so weiter, würde innerhalb weniger Stunden der Krankenhausbetrieb zusammenbrechen. Es würde nichts mehr laufen. Kein Wasser mehr, kein Strom.
Trafos oder irgendwelche Anlagen ausfallen. Deswegen sind wir im Grunde genommen auch Care, weil es ein Krankenhaus ist. Ja, und wir stehen an derselben Kampflinie. Ich rede auch mit meinen Kollegen immer wieder darüber, wir müssen in den Streik raus. Wir müssen politisch in den Streik raus. Ja. Denn dieses System macht uns alle kaputt. Das heißt also, wir werden eine Alternative aufbauen müssen. Das kann man über die feministischen Kampf mit am besten tun. Wir Frauen, also ich sage, nenne mich jetzt auch mal Frau, stellen immer die Hälfte, mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn wir alle aufstehen, könnten wir jeden Krieg auf dieser Welt unter Streiks ersticken. Wir könnten also alles lahmlegen. Da ja viele Frauen ja auch mit Männern zusammen sind, wenn die Männer auch, wenn man zulässt, dass man die Männer nicht eine passive Rolle zuschreibt, wie radikal-feministische Richtung es zum Beispiel tun und sagen, ihr sollt nun mal in euch gehen und nein, dieser Kampf muss aktiv von allen Geschlechtern, trans, inter, quer, männlich, weiblich, zusammengeführt werden und wir müssen für eine bessere Welt kämpfen, um den Patriarchismus aufzuheben, um dieses kapitalistische System in den Mülleimer der Geschichte zu schmeißen und zu sagen, wir bauen etwas Neues, Besseres auf in Arbeiterinnenhand. Das ist eigentlich zusammenfassend das, was wir eigentlich hier kundtun wollen. Auch wir von Rot und Rot vertreten keine exkludierenden feministische Richtung, sondern Feminismus ist für uns etwas Größeres als nur reine Weg für Frauen. Es ist eine Lebenseinstellung, eine friedfertige Lebenseinstellung, die auf das Versorgen oder das Erfüllen der Bedürfnisse, der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen ausgerichtet ist. Und nicht, dass Frauen, die zweifellos immer wieder unterdrückt, durch Femizide ermordet werden, ja, und immer wieder auch durch die Inflation, weil sie meistens auch noch schlechter verdienen, stark betroffen sind, sondern sie führen eine Versorgungsaufgabe aus, immer wieder. Das können aber alle machen, Männer wie Frauen. Wir können zusammen eine vergesellschaftete Wirtschaft aufbauen und dann sind alle entlastet. Arbeit auf mehrere Schultern verteilen, sagen wir bei Rio immer wieder. Ich würde mir wünschen, dass wir das erreichen. Ich habe es nicht wohl dran gehalten, aber einfach mal so einen Aufruf gegeben. Danke. Ich finde es ja voll verwirrend, wenn man sich selber nicht sieht, aber egal. Ja, also genau. Hi nochmal. Ich bin wie gesagt Ines. Ich arbeite an der Oberschule in Neukölln. Das ist eine sogenannte Brennpunktschule in sehr vielen Anführungsstrichen. Genau, und bei uns an der Schule, wie an vielen anderen Schulen in Berlin und eigentlich auch bundesweit, ist die Situation gerade ziemlich untragbar. Das liegt aber nicht an den Jugendlichen. Die Springerpresse will uns das vielleicht irgendwie weismachen, sondern halt auch am Fachkräftemangel. Also es fehlt an LehrerInnen, es fehlt an SozialarbeiterInnen, es fehlt an ErzieherInnen. Es fehlt dann Personal in Jugendämtern und das bringt uns halt irgendwie in der Praxis jeden Tag so in die Situation, jeden Tag ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber oft in die Situation, dass wir in so Triage-Situationen sind, in denen wir halt irgendwie entscheiden müssen, wen können wir jetzt unterstützen und wen nicht, so ein bisschen wie Ärztinnen oder so irgendwie in der Pandemie. Und ich glaube halt, dass dieser Mangel auch kein Zufall ist, sondern ähnlich wie Anai das schon gesagt hat, halt ein Produkt auch davon, dass Bildung total krass depriorisiert wird im Land und im Bund. Also es zeigt sich zum Beispiel auch an der Kürzungspolitik von Rot-Rot-Grün hier in Berlin. Letztes Jahr haben sie im Schulbau und in der Schulsanierung, wo sie erst 1 Milliarde Euro irgendwie verloren haben, die sie vorher so anberaumt hatten, dann 300 Millionen wiedergefunden und das voll gefeiert und wow, wir sind so die Bildungsregierung und wir stecken jetzt 300 Millionen in die maroden Schulen, obwohl es ja eigentlich eine Kürzung war von 700 Millionen Euro. Das hat dazu geführt, dass 133 von 177 Schulen, die das brauchten, jetzt nicht saniert werden und es ist halt voll krass, also weil in den Schulen so der Putz fällt von den Wänden, Schulen schimmeln so krass, dass sie einfach geschlossen werden vom Gesundheitsamt, weil es zu gefährlich ist, für SchülerInnen weiter hinzugehen. Keine Ahnung, bei uns werden diese ganzen Feuerschutzregelungen nicht eingehalten. Also unsere Schule müsste auch saniert werden, geht aber leider nicht. Das heißt, wenn es brennt, dann haben wir halt irgendwie Pech. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will es irgendwie gar nicht wissen. Aber ich mache es dann voll wütend zu sehen, dass irgendwie so im Wahlkampf zu dieser Wahlwiederholung die Linkspartei so richtig krass Werbung gemacht hat mit Schulen sanieren, neue bauen. Da dachte ich mir so, hä? Also ihr habt doch 700 Millionen genau darin gekürzt. So. Ihr kürzt auch irgendwie in der universitären Bildung. Also die Universitäten und die Hochschulen kriegen vom Senat jedes Jahr 3,5% mehr Budget. Aber bei 10% Inflation ist es halt jedes Jahr ein bisschen weniger Geld. Das ist ja eigentlich mega bräuchte. Also keine Ahnung, zum Beispiel, um auch auszubauen, die Studienplätze für Lehramt, für soziale Arbeit, damit sich sozusagen längerfristig irgendwie an der Situation in der Praxis was ändert.
Voll viele Leute wollen es zu studieren, aber werden halt nicht angenommen, die NCs sind zu hoch. Genau, ist halt einfach alles Produkt sozusagen von so politischen Entscheidungen. Lea hat es auch schon gesagt, auch von Outsourcing, also einige von den Leuten, die es vielleicht anfangen zu studieren, merken dann irgendwie in der Praxis so, okay, das ist ganz schön abgefuckt, ich habe nicht mal einen Tarifvertrag, ich verdiene so wenig Geld, das weiß ich nicht, meine Kolleginnen, die Kinder haben nicht wissen, wie sie Schulbücher bezahlen sollen, etc. Weiß ich nicht, bei uns ist auch so voll krass, wenn jemand ausfällt wegen Krankheit oder wenn die Schulleitung, das passiert ziemlich oft mit sozialer Arbeit irgendwie, Leute diskreditiert bis hin zu diskriminiert, dann sagt unser Träger, ja, das ist jetzt unsere Schuld, weil die wollen halt sozusagen um jeden Preis diese Kooperation aufrechterhalten. Nichts anderes ist ja irgendwie Outsourcing, also es ist halt einfach freie Wirtschaft. Die Belange der Jugendlichen und die von uns spielen da ne, dem Geld untergeordnete Rolle in letzter Instanz. Und ja, das führt halt dazu, dass Leute dann, also weiß ich nicht, wenn ich mir meinen Freund in den Kreis angucke, wo wir Schulsozialarbeiterinnen so von unserem Alltag erzählen, dann sagen immer alle so, kündig doch einfach, geh einfach woanders hin, du musst dir das nicht geben. So. Und Leute machen das halt auch. Also sie wollen ja eigentlich diese Arbeit machen, aber sie halten das irgendwie nicht aus, sie haben Burnout, keine Ahnung, sie gehen erstmal in Teilzeit oder irgendwie später in den Frühruhestand und so weiter und so fort, aber es kann verhindert werden. Also diese Arbeit könnte ja voll schön sein, wenn wir nicht so wenige sind. Und das zeigen zum Beispiel gerade auch Berliner LehrerInnen auf. Also es gibt ja einen LehrerInnenstreik hier in Berlin. Das ist auch ein super feminisierter Sektor. 3/4 aller Lehrer in Berlin sind Frauen. An Grundschulen sind sogar 90% und trotzdem verdienen sie weniger Geld. An Gymnasien, an Gesamtschulen über 12% weniger Geld. Ich wusste das irgendwie nicht. Also ich wusste, dass es so eine Gender Pay Gap gibt, aber ich dachte so im öffentlichen Dienst vielleicht nicht so krass, in Deutschlands Hauptstadt 2023. Auf jeden Fall streiken LehrerInnen seit einem Jahr für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz, also für den Schutz von ihrer eigenen Gesundheit, damit die über 380.000 Schüler in dieser Stadt, so ungefähr ein Zehntel von den Bewohnern in dieser Stadt, deren Eltern und letzten Endes natürlich auch sie selbst halt irgendwie in eine bessere Situation kommen, weil in diesem Tarifvertrag halt die Klassengröße festgelegt werden soll, mehr SchulsozialarbeiterInnen und mehr SchulpsychologInnen. Letzten Monat waren dafür 4.000 LehrerInnen auf der Straße. Das sind so viele wie noch nie zuvor, weil kurz davor die Politik vorgeschlagen hat, den Lehrkräftemangel durch ja, ganz tolle Maßnahmen zu bekämpfen, wie zum Beispiel die Teilzeitmöglichkeiten einzuschränken oder Leute einfach aus dem Ruhestand zurückholen, die Klassen vergrößern oder auch einfach mal ein bisschen Yoga machen. Einfach mal, einfach sich mal ein bisschen beruhigen, dann ist das auch alles gar nicht mehr so stressig. Ne? Ich glaube, diese Vorschläge muss man auch verstehen im Rahmen von so einem Generalangriff, den das Kapital halt gerade in ganz Europa auf die Arbeiterinnenklasse macht. Also wir sehen das ja in Großbritannien, wo das Streikrecht eingeschränkt werden soll, in Frankreich, wo das Rentenalter erhöht werden soll und so weiter und so fort. Aber dieser Streik ist halt auch zu verstehen, glaube ich, in einem Rahmen von einem Widerstand, den es gegen diese Motion gibt, die ja basically die Frage aufwirft, so wer halt für diese Krise bezahlt, auf wessen Schultern sie abgeladen wird oder halt auch nicht. Ich glaube, dass so viele Leute sozusagen in diesem Lehrerstreik das letzte Mal auf der Straße wären, wie nie zuvor, hängt auch damit zusammen, dass die GEW Berlin, also diese Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, das erste Mal zu 2 Tagen Streik aufgerufen hat. Deren Strategie war vorher halt so ein Streiktag pro Monat, hat sich jetzt so als nicht so ganz so effektiv herausgestellt. Keine Ahnung, kein Schulleiter macht für einen Schultag die Schule zu. Du kannst sogar dein Grundschulkind im Zweifel einfach einen Tag auch alleine zu Hause lassen oder du organisierst halt irgendwie das, weiß nicht, Friends, Eltern oder NachbarInnen oder so auf das aufpassen. Kannst du natürlich nicht machen, wenn das jetzt wirklich länger werden sollte. Und deswegen setzen wir uns gerade als junge GEW auch innerhalb der Gewerkschaft dafür ein, dass es zu einem Erzwingungsstreik kommt. Das heißt, wir wollen so lange streiken, bis unsere Forderungen erfüllt werden, um das Frist zu streiken quasi. Haben dafür einen Antrag gestellt, wo wir den Vorstand dazu auffordern, dass sie so eine Abstimmung einleiten unter den Streikenden und dafür Unterschriften gesammelt, ein bisschen wie Charlotte und Leonie, die das vorhin ja auch schon erzählt haben, dass sie so eine Petition gemacht haben und halt damit massiv Politik in der Gewerkschaft gemacht. Also versucht sozusagen, aus diesem Hinterzimmergespräch-Modus herauszukommen, den es in der Gewerkschaft immer gibt und halt in den Streikversammlungen direkt mit unseren Kolleginnen diesen Vorschlag zu diskutieren, darüber abstimmen zu lassen. 80-95% waren dafür. Und ich glaube, sowas bräuchte es eigentlich immer. Also es wurde ja vorhin auch schon gesagt, dass wir sozusagen in den Streiks gemeinsam und selbst entscheiden können, wie wir streiken, wofür wir streiken, wann wir streiken, wo wir streiken, keine Ahnung, wie lange, mit wem und so weiter. Halt tatsächliche Demokratie im Streik und nicht, dass die Leute, die gar nicht mehr im Betrieb, also in meinem Fall in der Schule sind und die Realität sozusagen an der Schule ja eigentlich nur aus Erzählungen kennen, wenn überhaupt, für andere entscheiden, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und dann werden halt unsere Kämpfe auch nicht so getrennt voneinander. Also jetzt am 8. März in
München ist der Sozial- und Erziehungsdienst zum Streik aufgerufen, die Krankenhäuser aber nicht, obwohl sie beide TVD sind. Vorhin wurde es auch schon gesagt, in Berlin gab es auch schon diese absurde Situation. So vor einem Monat hat irgendwie montags die Post gestreikt und Dienstag und Mittwoch die LehrerInnen und Donnerstag und Freitag im TVD. Wo man sich so denkt, jo, das könnte man auch alles einfach zusammenlegen. Dann wären wir nicht so isoliert voneinander und müssten ja zwangsläufig auch politische Forderungen aufstellen, weil dann liegt es halt mega krass auf der Hand, dass ja die Politik einfach gerade nicht bereit ist, sozusagen Geld für uns auszugeben und Geld in die öffentliche Daseinsvorsorge zu stecken, weil es woanders ja ausgegeben wird. Keine Ahnung, die Gewerkschaftsbürokratie spricht auch nicht so viel über Aufrüstung. Sie sprechen dann immer über Lohn und selbst diese Lohnkämpfe trennen sie ja voneinander. Also im öffentlichen Dienst gibt es ja den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes und den Tarifvertrag der Länder und TVD ist jetzt und TVL ist dann irgendwie im Herbst und so können wir auch nicht zusammen streiken. Aber ja, vor dem ganzen Hintergrund von allem, was ich gesagt habe, finde ich es voll krass. Also manchmal so, wache ich morgens auf und dann gucke ich mir so Reels auf Instagram an und sehe so minderjährige RekrutInnen von der Bundeswehr, so die so irgendwie versuchen halt, Leute für die Bundeswehr zu motivieren. Dann laufe ich auf dem Weg zur Arbeit, ne, 15-minütiger Arbeitsweg, an gefühlt so 15 Bundeswehrwerbungen vorbei. Dann komme ich in die Schule und bei uns im Foyer, also so direkt, wenn man reingeht, hat man so einen Bildschirm und da ist halt so die ganze Zeit Bundeswehrwerbung. Und als ob es nicht schon genug wäre, dass irgendwie so Boris Pistorius und Olaf Scholz halt irgendwie ja, die Wehrpflicht wieder einführen wollen oder das zumindest irgendwie ins Gespräch gebracht haben und diesmal dann auch für alle, weil es ja eine Fortschrittskoalition und zu Feminismus, also zu ihrem Feminismus gehört halt dazu, dass es jetzt nicht mehr nur Männer sind, sondern auch Frauen zur Bundeswehr dürfen. Ja, habe ich irgendwie mit meinem Schulleiter darüber gesprochen und er meinte, nee, also in Zeiten von Krise ist es ganz wichtig, dass wir das machen, weil das ist ein sicherer Job. Und da denke ich mir so, Sicherheit, was Sicherheit gesagt, also so, wir haben 90% migrantische Jugendliche, für keinen von denen wäre es sicher beim Militär, dass irgendwie, keine Ahnung, erwiesenermaßen von Rechten durchzogen ist. Das Militär schafft auch obviously keine Sicherheit. Siehe Afghanistan, weiß ich nicht, schlägt vor, dass diese Kids zu Kanonenfutter werden. Und ja, weiß ich nicht, sagst, dass es halt irgendwie sicher wäre, zur Bundeswehr zu gehen, wenn wir irgendwie in einer Situation sind, in der ja nicht nur nach außen aufgerüstet wird, sondern auch nach innen. Also die Militarisierung nach außen braucht, glaube ich, diese Militarisierung nach innen, weil sie halt so eine nationale Einheit brauchen für ihre Vorschläge der Aufrüstung. Und wenn sie die halt nicht einfach so rein ideologisch irgendwie herstellen können, dann machen sie das halt repressiv und das passiert ja gerade auch schon. Also wir sehen das ja in Berlin, wo die, ja jetzt zumindest noch irgendwie linkeste Regierung Deutschlands, eiskalt in der Bildung kürzt, aber irgendwie halt 4 Millionen Euro hat für eine Polizeiwache und 1,5 Millionen für Taser, für die Polizei. Die CDU will jetzt noch zusätzliche Stellen und gepanzerte Fahrzeuge und keine Ahnung, dass das Antidiskriminierungsgesetz hier im Land abgeschafft wird, aber die diese Vorschläge zeigen ja alle, dass die Polizei halt keine Sicherheit bringt, das recht nicht für die Kids, mit denen ich arbeite, keine Ahnung, die sind traumatisiert durch Krieg, dann, weiß ich nicht, chillen sie nach der Schule in einer Shisha-Bar und die wird einfach gestürmt von der Polizei mit Maschinengewehren, sie werden unter Generalverdacht gestellt, sie haben Angst, von der Polizei abgeschoben zu werden, zu Recht leider, also nirgendwo wird so viel abgeschoben wie in Berlin. Keine Ahnung, Angst von der Polizei geräumt zu werden, wegen einer Eigenbedarfskündigung oder so auf die Straße gesetzt werden, was natürlich verhinderbar wäre, wenn der Volksentscheid umgesetzt würde, genauso wie es verhinderbar wäre, im Lager leben zu müssen, aber naja. Genau, die Jugendlichen, die an meiner Schule sind, die müssen auch viele von denen müssen sozusagen arbeiten nach der Schule oder auch nachts, weil das Geld halt einfach zu Hause so von vorne bis hinten nicht reicht, ist auch irgendwie logisch, wenn man sich vor Augen führt, dass halt voll viele von ihren Eltern gar nicht das Recht haben zu arbeiten oder ja, deswegen sozusagen nach Leistungen, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leben müssen, was einfach geringer ausfällt als Bürgergeld, was eigentlich verfassungswidrig ist, aber einfach so die Situation seit 30 Jahren. Und die arbeiten, ja, keine Ahnung, Jobs nachgehen, wo halt die Arbeitsbedingungen richtig scheiße sind und der Lohn auch, weil es die einzigen sind, die sie kriegen. Und genau vor diesem Hintergrund glaube ich, dass unser Feminismus ganz explizit halt auch antirassistisch sein muss. Dass er ja mit Baerbock gar nichts zu tun haben kann, die irgendwie die Dreistigkeit besitzt, sich so Jinjian Azadi, diesen Slogan von der kurdischen Freiheitsbewegung im Rahmen von den Iran-Protesten anzueignen und dann einen Monat später Erdogan irgendwie Kurdistan bombardieren lässt und deren Partei einfach die NSU-Akten 120 Jahre lang unter Beschluss halten wollte in Hessen. Ich glaube, unser Feminismus kann auch irgendwie Sarah Wagenknecht ja, nicht als so Anführerin ansehen. Die hat ja Obergrenzen gefordert für die Aufnahme von Geflüchteten. Sie hat gesagt, Ausbildungsplätze sollten zuerst für Deutsche da sein, als ob das nicht irgendwie schon die Realität wäre. Keine Ahnung, dass Arbeit weggeschnappt wird von einem Typen mit einem besseren Namen. So.
Genau, ich glaube, unser Feminismus muss auch denunzieren, was Annika schon gesagt hat. Also Alice Schwarz hat ja dieses Manifest zusammen mit Sarah Wagenknecht geschrieben und Alice Schwarz ist halt einfach massiv transfeindlich und sagt so, Jugendliche, die trans sind, bilden sich das eigentlich einfach nur ein. Also ganz viele von denen ist das ja eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, dass wir die beiden deshalb auch dafür denunzieren müssen, dass sie irgendwie diese Dinge sagen und dass sie auch dulden, dass halt Rechte einfach auf ihre anfängliche, weiß ich nicht, Antikriegsbewegungs-Demo kommen und trotzdem da sein, aber diese Rechten daraus vertreiben, weil immerhin gibt es jetzt so eine Antikriegsmotion. Deren Manifest hat aber also auch so ein paar Schwachstellen, zum Beispiel geht es gar nicht auf Aufrüstung ein. Ich finde es fast kriminell, über die Zitat Zukunft unserer Kinder, Zitat Ende, zu reden, aber halt überhaupt nicht über die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Also der Krieg wird ja genutzt, um die Militarisierung zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber so seit Monaten fetzt sich die Ampelregierung darüber, ob 12 zusätzliche Milliarden für die Kindergrundsicherung nicht eigentlich ein bisschen too much sind und ob nicht eine genügen würde. Also das ist so Kindergeld, aber auch so Unterstützung für Klassenfahrten und so weiter und so fort. Und da denke ich mir so, wenn ihr nicht mal bereit seid, 2 Dutzend Milliarden irgendwie in die Zukunft unserer Kinder zu stecken und, weiß ich nicht, halt auch immer zögert bei allen möglichen Investitionen, so in Soziales und in Bildung und so weiter und so fort, dass Geld stattdessen ans Militär geht, so dann müssen wir halt selber aktiv werden gegen euch. Also keine Ahnung, wie gesagt, Schulgebäude sind so heruntergekommen. Ich habe es vorhin gar nicht gesagt, aber jedes dritte Schulgebäude in Berlin ist einfach von Asbest befallen. Das ist so richtig krass eigentlich, keine Ahnung. Und niemand steckt da halt Geld rein. Vor dem Hintergrund finde ich es auch nochmal dreister sozusagen, was gesagt wurde über Pistorius und dass er ja gesagt hat sozusagen, dass meine Kolleginnen im öffentlichen Dienst jetzt einfach mal auf die Gehaltserhöhung verzichten können, auch wenn sie mega brauchen, weil die Aufrüstung bräuchten wir auch alle zusammen. Aber ich glaube, genau, wir können dem halt entgegentreten mit Streiks, wenn wir sie so demokratisch organisieren, wie ich das irgendwie gesagt habe und meine Genossinnen ja auch. Weil wir dann halt auch entscheiden können, wogegen wir auch streiken. Also wenn wir dann zum Beispiel den Krieg und die Sanktionen als Ursache für die Inflation thematisieren, dann können wir ja unsere Streiks voll krass politisieren und halt eine Opposition aufbauen gegen die Zeitenwende und gegen den Krieg und halt eine Antikriegsbewegung aufbauen, in der Beschäftigte an der Spitze stehen und nicht so wie die von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Aber dafür, also heute sind halt diese Bewegungen angeführt von der Gewerkschaftsbürokratie. Ich glaube, deshalb müssen wir zwangsläufig Druck auf diese Gewerkschaftsbürokratie ausüben, die halt heute, so ein bisschen zu dem Kurs von der Regierung eher hin vermittelt, sich halt andauernd mit da trifft, im Rahmen von der konzertierten Aktion und so weiter und so fort. Die GEW, also meine Gewerkschaft, ist da fast noch so ein bisschen das geringere Übel. Also sie haben sich zwar gegen Aufrüstung gestellt, laufen immer mit so einem 100 Milliarden für die Bildungsstaffel Bundeswehr-Transpiro rum und sagen das auch immer bei Reden und so. Aber Frank Wernicke, das ist der Verdi-Vorsitzende, der hat sich zum Beispiel für eine Bundeswehr ausgesprochen, als Zitat, eine Bundeswehr, die als Verteidigungsarmee funktioniert und die auch ein guter Arbeitgeber ist. Er hat auch genau Sanktionen befürwortet und genau diese Position müssen wir halt in unseren eigenen Gewerkschaften, müssen wir uns massiv dagegen stellen, weil ich glaube, es braucht halt genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Also die Gewerkschaften sollten nicht nur Putin, aber auch, sondern auch die NATO inklusive der Ampelkoalition und halt ja ihrer Sanktionen und ihrer Aufrüstungspolitik scharf kritisieren. Genau, ich glaube, kein einziger Cent und kein Mensch sollten mehr für die Bundeswehr und für Militarismus draufgehen, dass Bundeswehrwerbung an Schulen verboten werden sollte, dass Asyl allen, die es brauchen, gewährt werden muss, dass alle, die hier leben, volle Staatsbürgerschaftsrechte, so wie zum Beispiel Wahlrecht erhalten sollen, ihre Abschlüsse anerkannt werden müssen, NCs abgeschafft werden müssen, dass sie das volle Recht auf Arbeit und auf Bildung genießen, so wie alle anderen Menschen auch, dass Niedriglohnjobs, Prekarisierung und Outsourcing ein Ende gesetzt werden muss, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit endlich gezahlt werden muss, dass ein sofortiger Abschiebestopp braucht und ein Stopp von Racial Profiling, offene Grenzen, ein Ende vom Lagersystem, Verbot von Räumungen und natürlich Milliardeninvestitionen in Bildung und Soziales.
Ja, ich darf nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Und ich glaube, also so, ne, so wie ich es am Anfang habe, schon anklingen lassen, aber auch wie durch die Beiträge von den Genossinnen, die alle mega stark waren, danke dafür auch nochmal, glaube ich, gut durchgekommen ist, muss unsere feministische Antwort auf die Krise und den Krieg eine sein, die für einen gemeinsamen Kampf der Arbeiterinnen mit politischen Streiks, wie wir es auch oft gehört haben, gegen Krieg und Krise kämpft. Das heißt, unsere Antwort auf ein Ende von Ausbeutung und Unterdrückung wird uns weder Annalena Baerbock geben, der in Politik so für ein Mitverwalten des Staates von einigen wenigen Frauen steht, während der absolute Großteil einfach weiterhin ausgebeutet und unterdrückt bleibt. So. Genauso wenig, wie auch Netz gerade gesagt haben, und hat uns Alice Schwarzer und der Feminismus, für den sie steht, so ein besseres Leben bringt, weil der einfach super viele Leute durch antimuslimischen Rassismus, durch Transfeindlichkeit ausschließt und auch kämpfende Arbeiterinnen von dem Kampf so quasi explodiert und spaltet so. Und des Weiteren vermittelt ja auch Schwarzer, so wie Wagenknecht, zu Olaf Scholz als einen Verhandlungslöser, so für kapitalistische Verhandlungen. Was es aber braucht, anstatt so kapitalistischen Verhandlungen gegen Krieg und damit auch gegen die Krise, wäre eine unabhängige Lösung der Arbeiterinnen in der Ukraine, eben keine kapitalistischen Verhandlungen, unter denen die Ukraine einfach nur neu aufgeteilt wird und für die Leute da einfach keine Perspektive gibt. Das heißt, weder die NATO noch die EU noch Putin können den Arbeiterinnen eine fortschrittliche Lösung da anbieten, aber eben auch nicht die Zelensky-Regierung. Das heißt, für uns besteht die einzige realistische Perspektive auch darin, für eine unabhängige Ukraine zu kämpfen, die Oligarchinnen zu enteignen und die Unterwerfung durch den Westen zu brechen, die ja de facto eigentlich gerade stattfindet. Also so sämtliche Waffenlieferungen, die gerade passieren, sind mit krasser Verschuldung verbunden von der Ukraine, die auch irgendwann aufgeholt werden muss und unter der die Menschen dann krass leiden werden, die dann so als günstige Arbeitskräfte für Deutschland zu uns kommen und dann eben die ganzen Lücken von der Kaputtsparung im Sozialsektor, im Krankenhaus, in der Altenpflege und so weiter ausbaden dürfen hier. Und das kann keine Perspektive sein, die eine Befreiung und ein gutes Leben für die Menschen dort ermöglicht. Das heißt, wir müssen uns schon dafür einsetzen, dass alle Vereinbarungen mit dem IWF, also dem Internationalen Währungsfonds, und die Vormundschaft der Finanzorganisationen gebrochen werden und verhindert werden, dass alle Ressourcen, die es da gibt, multinationalen Konzernen überlassen werden. Das heißt, es muss trotzdem ein Kampf gegen die Kapitalistinnen stattfinden mit einer Perspektive einer unabhängigen sozialistischen Ukraine. Genau. Das heißt, weder Schwarzer, die ja nicht für so eine Lösung steht, wird uns was bringen, aber auch nicht, wie Ines gerade gesagt hat, der Feminismus von der Gewerkschaftsbürokratie. Ne? Also der Feminismus, der uns nicht am 8. März alle gemeinsam mit unseren Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Sektoren streiken lässt und für eine Zusammenführung und der Politisierung der Streiks einfach im Wege steht und damit auch eben einem kämpferischen Feminismus, der sich gegen Ausbeutung und Unterdrückung stellt. Weil für uns ist ja klar, dass es keine Möglichkeit des Ausbruchs von so Einzelnen aus der geschlechtlichen Unterdrückung gibt und eine Ausbeutung der Klassengesellschaft geben kann, weil so wie Freddy auch gesagt hat, sind ja Kapitalismus und Sexismus einfach mega, mega krass verschränkt. Und wenn wir das eine bekämpfen wollen, dann müssen wir zwangsläufig das andere mitbekämpfen. Und dafür ist es eben auch zentral zu sehen, wer unsere Verbündete und wer unsere Feindinnen sind, so wie es Annika auch so klar gemacht hat. Ne? Und dann eben auch zu sehen, welche Kampfmittel haben wir. Und das sind für uns eben die Streiks. Das sind für uns vor allem politische Streiks, die wir so in jedem Redebeitrag in verschiedenen Arten gehört haben, was man mit denen machen könnte und wie man damit kämpfen kann. Das heißt aber auch zu sehen, so, ne, dass uns weder Schwarzer noch Baerbock noch die Gewerkschaftsbürokratin dann irgendwie einen Feminismus anzubieten haben, der uns wirklich gegen Kapitalismus und damit auch gut und nachhaltig gegen Sexismus weiterbringen kann. Weil anstatt unsere Kräfte zu bündeln, werden wir, wie gesagt, gespalten, unsere Kämpfe werden vereinzelt und werden krass, krass, krass geschwächt. Und wenn wir eine revolutionäre Perspektive wollen mit einer Strategie für einen antikapitalistischen Feminismus, wenn wir wollen, dass die Arbeiterinnenklasse die Führung der Gewerkschaftsbürokratie überwindet und für das kämpft, was wir wirklich wollen, wenn wir entscheiden wollen, wofür wir streiken, wie wir arbeiten wollen, wie wir über unsere Körper entscheiden wollen und wie wir leben wollen,
dann müssen wir uns nicht damit zufrieden geben, was die Bürokratie uns vorschreibt, sondern müssen wir einen Kampf führen. Und gerade jetzt, wo so krasse Angriffe auf unser Streikrecht vorkommen, wo so krasse Angriffe auf unser Leben sind, durch so die Inflation, durch super krasse Mieten, ist es einfach super zentral, dass wir jetzt gerade so stark kämpfen, wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Und um damit anzufangen, müssen wir anfangen, revolutionäre Fraktionen in den Massenorganisationen der Arbeiterinnen, also in den Gewerkschaften aufzubauen. Annika hat zum Beispiel mit Yunus und anderen Genossen hier, die hier sitzen, letztes Jahr, als das Sondervermögen bekannt gemacht wurde, einen Antrag eingebracht gegen Aufrüstung und gegen den Krieg und gegen Waffenlieferungen jetzt in der Gewerkschaft. Und der Antrag wurde richtig krass angenommen. Da gab es große Zustimmung auf jeden Fall. Und sowas müssen wir machen. Wir müssen so revolutionäre Fraktionen aufbauen, die die Fähigkeit entwickeln, die Bürokratie zu besiegen und zu überwinden, indem Leute mit ihren Kolleginnen diskutieren und sie vom Kampf gegen die Bürokratie überzeugen oder indem man in gemeinsamen Kämpfen Erfahrungen macht, wie die Bürokratie einem einfach ganz offen Strich durch die Rechnung macht, das für das zu kämpfen, was man wirklich möchte. Und dabei sollten wir auch in diesen Fraktionen nicht nur irgendeine Politik vorschlagen, die nur für zentral den Betrieb geht, sondern wie wir schon gesagt haben, politischere Forderungen, die weitergehen als nur das Feld des Krankenhauses oder der BSR oder sowas und sich gleichzeitig die Forderungen der Unterdrückten, wie zum Beispiel feministische Forderungen, annehmen und sagen, okay, wir streiken hier nicht nur für besseren Lohn, bessere Arbeitsbedingungen, sondern wir streiken zum Beispiel in einem super feminisierten Sektor auch einfach für das Recht auf Körper Selbstbestimmung und können damit richtig, richtig krass besser unsere Forderungen durchsetzen, als wenn wir es nur rein auf Demonstrationen tun würden. Und so können sich Arbeiterinnen auch zunehmend immer mehr befreien und die Einheit mit den anderen gesellschaftlichen Bereichen vorantreiben, die eben für all die Forderungen ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Das ist smart. genau. Ich meinte, so kann sich die Arbeiterinnenbewegung halt immer mehr befreien und die Einheit mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vorantreiben, im Kampf eben für all die Forderungen, die in der großen Mehrheit von Menschen Widerhall finden, also eben auch für politische Forderungen, für feministische Forderungen, für antirassistische Forderungen. Weil Menschen sind ja nicht nur von Sexismus betroffen, Menschen sind ja nicht nur von Rassismus betroffen, sondern arbeiten ja so zeitgleich auch die meiste Zeit und sind Arbeiterinnen und haben dementsprechend auch die Kraft, dieses System, das sie so ausbeutet und unterdrückt, einfach lahmzulegen. Sie haben nicht nur die Macht, in ihren Händen die großen Metropolen lahmzulegen oder das Funktionieren der Wirtschaft zu unterbrechen, sondern sie haben eben auch das Potenzial, die Allianzen mit anderen Sektoren der Massen zu knüpfen, die vom Kapital unterdrückt werden. Und wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen, führen wir uns unausweichlich selbst in die Niederlage. Weil wenn wir den Kapitalismus tödlich verletzen wollen und wenn wir siegen wollen und nicht nur immer so ein kleines bisschen Widerstand leisten, uns ein kleines bisschen vielleicht noch von der Inflation retten, sondern wirklich ein gutes und befreites Leben für uns alle fordern, dann müssen wir nicht oder dürfen wir nicht bei der Verteidigung von unserem elementarsten Recht aufs Überleben, auf gerade noch am Ende des Monats mit dem Geld hinkommen, stehen bleiben, sondern müssen wir anfangen zu kämpfen, dass nicht unser gesellschaftlicher Anteil unter den Schlägen des Kapitals immer kleiner wird und wir immer kleinere Restrechte oder Löhne oder sonst irgendwas verteidigen. Das heißt, es gilt daran zu erinnern, dass das revolutionäre Potenzial auch der Kräfte, die wir haben, so, so, so krass ist, dass die herrschende Klasse uns immer noch nicht erlaubt, so zu kämpfen, wie wir wollen, dass ihnen nicht die Macht entrissen wird. Also wir haben das gesehen, als vor 2 Wochen am Flughafen in München Streiks von Verdi waren und es dann ultra krasse Diskussionen darüber gab, ob nicht unser Streikrecht auch eingeschränkt werden sollte, weil wir eben als arbeitende Menschen die Kraft haben, Städte lahmzulegen, die Städte vermüllen zu lassen, einfach Versorgungen weiter zu unterbrechen, riesige Profitkosten einfach wegzumachen, riesige Angriffe auf die Profite einfach zu machen, so wie die Arbeiterinnen letztes Jahr im Sommer an den Häfen, die so, so krasses Potenzial hatten, dass die Polizei sogar auf einen Streik losgegangen ist mit Pfefferspray. Das heißt auch,
Wenn unser Ziel ist, die Funktionsweise der Ökonomie und die kollektive Verwaltung des Öffentlichen so tiefgreifend zu demokratisieren, wie wir es ja besprochen haben, weil wir das brauchen, dass wir entscheiden können, wie wir arbeiten wollen, dass wir unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten können, dass wir entscheiden können, wie wir, keine Ahnung, über unsere Körper entscheiden wollen, dass es eine gute Versorgung gibt, die es uns auch ermöglicht, keine Ahnung, gute Kinderbetreuung zu haben, arbeiten und aber gleichzeitig auch noch Freizeit zu haben und irgendwie Zeit für sich, Zeit für politische Aktivität, dann müssen wir schon heute dafür anfangen, indem wir nicht nur so Kämpfe begleiten und auf die Straßen gehen, sondern auch so inhaltlich diskutieren und Abgrenzung auch zu anderen Leuten schaffen, die sich als feministisch bezeichnen und aber nicht für die Befreiung von aller Ausbeutung und aller Unterdrückung stehen. Das heißt, wir müssen auch darüber diskutieren, welche Strategie wir brauchen, wie unser Kampf auszusehen hat und wie wir ihn gewinnen können. Und das wäre meine Einleitung in die Diskussionsrunde. Danke, dass ihr für die Inputs so mega gut zugehört habt und dass ihr so gut durchgehalten habt.